Herzlich willkommen auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Wool. Und hier geht es um alles, was wir mit den Händen machen, häkeln, stricken und manchmal auch backen. Da backe ich mit euch meine Lieblingsrezepte und ihr findet mich auch bei Instagram unter Cheap Love Wool. Und jetzt kommt ein wunderschönes Unboxing für dich. Ich bin auf Facebook in einer Facebook-Gruppe, die heißt Schuhwolle und Rohwollmarkt. Und da kommen zusammen welche, die ihre Schafe scheren und welche, die diese Schafwolle kaufen. Und ich habe bei der Sabine Heidecke, ihr seht das hier schon, dieses wunderschöne große Paket. Es ist wirklich mega voll. Habe ich mir wunderschöne Wolle gekauft. Und wir können das gerne mal reinschauen. Ihr könnt auch bei ihr direkt kaufen. Friesenwolle heißt das, Sabine Heidecke. Das sind die Seeschäfchen. Sie hat mir geschrieben, dass die Seeschäfchen eine Rasse sind, die gekreuzt wurde und wieder zurückgekreuzt. Immer mit Bedacht auf Milch und auf diese wunderschöne, kuschelige Wolle. Ich stelle das Paket jetzt rüber und dann können wir das angucken. Also zuerst kommt hier ein kleines Tütchen mit wunderschöner, kuscheliger, brauner Wolle. Ich habe dann gesagt, pack mir ein bisschen was zusammen. Ich überweise dir auch gerne mehr. Und ihr seht das hier schon, das ist teilweise schon kardiert. Und auch ein paar zum Anschauen für euch, die nicht kardiert sind. Und jetzt kommt richtig mega weiche Wolle. Seht ihr das? Oh, das sieht ja aus wie Engelshaare. Mega. Da kann man richtig schön zum Beispiel auch für Puppen solche Härchen machen. Ist das nicht niedlich? Da braucht man die gar nicht mehr zu häkeln, sondern man kann das gleich so dran machen. Oder auch kardieren. Hier, so mega süß ist das. Niedlich, oder? Toll, also ich habe mich so gefreut und ihr seht, dass hier auch helle und dunkle Stellen drinne sind. Wunderschön. Ich lege das jetzt erstmal wieder zurück in die Tüte. Und das kann ich jetzt auch gleich sagen, ab 1.7. ist wieder Tour de Vlies. Und wer möchte, kann gern mal letztes Jahr in die Tour de Vlies reinschauen. In der Playlist ist das unter dem Punkt 2022 Tour de Vlies. Da könnt ihr euch das gerne mal angucken, wie schön ich das für euch gemacht habe. Und jetzt kommt das zweite Paket. Ist dann auch so ein kleiner süßer Stempel drauf. Und dann gibt es das auch noch in Grau. Ihr seht das hier. Wunderschön, oder? Ah, das möchte ich. Ich habe schon gesagt, das ist doch viel zu schade, das zu kardieren und zu verspinnen. Aber ich werde das dann mit euch machen. Da ist die ganze Tüte voll. Ich werde das dann wieder teilen. Und wir werden dann auch, wenn das dann alles versponnen ist am Ende der Tour de Vlies dieses Jahr, da hoffe ich dann, dass ich zwei Spulen voll habe. Und ich weiß noch nicht, ob ich das zweifach verzwirne oder ob ich dann praktisch mir so Norweger Pullover stricke mit so viel schöner Wolle. Hier, das ist doch mega, oder? Hier sind braune Löckchen, hier sind graue Löckchen und weiße. Oh, toll. Also ich bin so begeistert. Ihr merkt das schon. Ich stopfe das jetzt erstmal alles wieder rein und dann geht's gleich weiter. So, und ich habe schon die nächste große Tüte voll. Wir können da auch gerne noch mal reinschauen. Und hier ist auch noch mal so schönes Engelshaar, sag ich ja gerne dazu. Wahnsinn, oder? Die ganze Tüte voll solche kleinen, zarten, süßen, flauschigen Locken. Ach, toll, richtig toll. Wunderschön.
Ich lege es euch nochmal hin, wer auch nochmal bei ihr schauen möchte. Friesenwolle, Wollmanufaktur in Nordfriesland. So, wir haben noch eine Tüte voll. Eine haben wir noch. Und zwar, das ist jetzt hier, hat sie ein Bett kadiert. Und dann hat in die Tüte noch dieses kuschelige Zeug. Also die Locken, die wir gerade gesehen haben, sind hier fertig kadiert. Mit Grauanteil und komplett weiß. Mega, oder? Ach, ist so schön. Und hier ist das Bett. Ich hatte euch ja schon mal in meiner Facebook-Gruppe so eine Kadiermaschine ein Foto reingestellt mit einem, die Betts kadiert, riesengroße, von dieser großen Kadiermaschine. Also ihr seht das hier, das ist dann so ein Riesenbett. Mega, da freue ich mich auch schon drauf. Und wir werden das bei der Tour de Vlies schön nacheinander alles verspinnen. Es kommen noch 2 Unboxing-Videos. Ich habe mir nämlich bei anderen auch noch was bestellt. Also, könnt ihr gerne mal bei Friesenwolle gucken und bei der Sabine Heidecke. Liebe Grüße. Und jetzt sage ich schon mal tschüss, meine Lieben. Folgt mir doch auch in meiner Facebook-Gruppe Schieblerfuhl oder auf Instagram. Tschüssi, meine Lieben. Ach, wisst ihr, ich packe euch noch mal so ein bisschen was hierher. So richtig schön, dass man mal so noch ein paar so Sachen sieht. Toll, hier ist nämlich das. Und das wird dann so ganz kuschelig weich. Ich habe noch nie so weiche Wolle in der Hand gehabt. Ist wirklich mega toll. Wahnsinn, oder? Wie das auffluft. Ich bin immer noch total begeistert. Und jetzt sage ich aber wirklich tschüssi, meine Lieben. Eure Nicole von Schieblerfuhl.